Holz gilt von Natur aus als nachhaltig. Wir bei Pfleiderer wollen diesem Anspruch als natürlich nachhaltiges Unternehmen vollends gerecht werden. Wir begreifen uns als Teil einer Kreislaufwirtschaft und setzen diese bereits seit vielen Jahren in Kaskadennutzung und im Einsatz von Recycling-Rohstoffen um. Schon heute haben wir den Punkt erreicht, an dem kein Baum mehr gezielt für unsere Produkte gefällt werden muss. Um unseren Anspruch in Zukunft weiter konsequent auszubauen, konzentrieren wir uns auf drei Fokusthemen. Diese Themenfelder definieren unsere Selbstverpflichtung gegenüber unseren Interessengruppen. Bis 2025 erhöhen wir den Anteil von Post-Consumer-Material und die prozessinterne Rückführung von 40% auf 50%. Beim Holzbezug aus der Forstwirtschaft setzen wir weiterhin zu 100% auf Betriebe, die nachweislich in Übereinstimmung mit den Anforderungen von FSC und PEFC arbeiten. Jetzt und in Zukunft. Und wir erhöhen unser Produktionsvolumen von Spanplatten mit nachhaltigen Bindemitteln bis 2025 auf 10%. Wir senken unsere Treibhausgasemissionen aus dem laufenden Betrieb und der zugekauften Energieversorgung bis 2025 um 21%. An unseren Standorten produzieren wir insgesamt 85% der Energie aus Biomasse. So sparen wir bis zu einem Drittel Primärenergie ein. Wir reduzieren die Treibhausgasemissionen aus zugekauften Chemikalien für unsere Spanplattenfertigung bis 2025 um 21%. Ohne Kompromisse bei der Produktqualität. Wir machen Pfleiderer durch systematische Aus- und Weiterbildung, Gesundheitsvorsorge, berufliche Entwicklungsperspektiven und zeitgemäße Work-Life-Balance zu einem attraktiven, zukunftssicheren Arbeitgeber. Um die Einhaltung unserer Selbstverpflichtung nach objektiven Kriterien zu überprüfen, setzen wir auf festgeschriebene Regeln, gelebte Führungskultur und unabhängige Zertifizierung unserer Prinzipien, Produkte und Prozesse. Wir sind stolz darauf, Pfleiderer mit unserem ESG-Framework in eine neue Ära zu führen.